Moin Moin, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Mad Games Tycoon auf Legendär. Ich bin der Lazy LP. Ich habe euch die Musik geklaut, ich weiß. I'm sorry. Pause. Wir haben 59.000. Wir haben hier noch 100.000. Das heißt, wir haben 160. Wir sollten unbedingt. Okay, Update. Schön und gut. Wir brauchen ein drittes Spiel. Nachfolger. Auch wenn es nur ein Hype von 10 hat. Oh. Down, down, down. Wir brauchen dringendst ein drittes Spiel. Man sollte immer drei Spiele am Laufen haben. Komm. Auch wenn der Hype noch nicht so gut ist. Geht nicht anders. Keine Fernbriefe. Was bist du denn nochmal? Arcade. Okay. Arcade. Wollen wir mal gucken. Achso, 1, 2, dann 3, 2 nach da, 2 nach da und ich hätte auch so machen können und einfach nur kopieren, ne? Viel einfacher. Ja, ja, so brauchen wir keinen Kredit aufnehmen und haben alles drin, ne? Das machen wir. Und ich gehe schon mal rüber. Also bin ich ja gar nicht. Wer ist denn das? Salomon. Oh, ist okay. Geh ich mal eben dahin. Eigentlich hätten wir das vorher machen müssen, ich weiß. Aber nein. Wir müssen hier jetzt erstmal dringendst ein drittes Spiel auf den Markt werfen. Damit unsere Einnahmen gesichert bleiben. Wir müssen Spiele machen, Spiele machen, Spiele machen, Spiele machen. Ja, wie gesagt, ich habe den Fehler gemacht eigentlich, nicht sofort, ja, genug Spiele gemacht zu haben. Und das kommt, nee, jetzt, das wird mir jetzt zum Verhängnis. Wir haben ja ein Tintenfisch Arcade. Die Krake.
erinnert mich ein bisschen an Das Omen. Das Omen. Ich hoffe, wir können das nochmal richtig rausboxen. Zack, zack, zack. Hier, du kommst hier mit rein. Obwohl, ach, scheiß auf die Engine eben. Wir müssen das Spiel rausbringen. Bevor wir keine Einnahmen... Ah! Pause. Wir haben hier 100.000. Das sind immerhin 3.000. Weniger an... an... Zinsen. Eine 6er. Und wir haben eine 4. Eine 4er. Oh. Können wir die etwa schon? Haben wir das 5. wenigstens schon? Ja, okay. Wenigstens etwas. Dann machen wir nämlich als nächstes unsere Engine fertig. Ja, ruhig veröffentlichen. Wir suchen einen Publisher. Finden keinen. Hier, 5-5. Aber wo? Komm. Das wird der Oberknaller mit 29%. Ganz schnell. Okay, es hat uns hier GoodCraft 3 nochmal gerettet. Ich glaube, wir sollten auch wirklich ruhig nochmal ein Update machen. Bis gleich. Oder wir machen ein komplett neues Spiel. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Weil... Ja, weil... Da. Gibt keine Features, gut. Engine, alte updaten, zack. Komm, hau rein. 20.000. Das ist die 0.6. Dann gehen wir auch auf 22 hoch. Genauso wie ihr. Aber wir bleiben bei 10.000. Das sind schon mal 2.000 gespart für die Entwickler. So, komm, 12.000 haben wir noch. Und ding, nicht ganz. So viel Geld haben wir nicht. Wir sollten definitiv patchen. Und zwar hier, du läufst hier sowieso mal in der Weltgeschichte rum. Komm, hier. Ihr drei macht das. Danach gibt es ein Update für GoodCraft 2 hinterher. Oh Mann. Oh. Ich glaube, das kommt zu spät. Das wird zu spät kommen. Sehe ich schon. Komm, wir machen 3. Zack. 39, ja, können wir nur Schadensbegrenzung machen. Ja, ist auch wieder weg. Das hier bringt nichts ein. Oder nicht genug. Oh, jetzt kommt das nächste Feature. Kann man noch nicht mal betonen. Hier 80 runter. Ja, tschüss. GoodCraft braucht das nächste Update. Ich hänge hier jetzt alleine. Mann, ey. Ja, wir brauchen die Engine, damit wir ein neues Spiel machen können.
gut. Komm. Wir brauchen Leute. Geht nicht anders. Du bist ein 86. Verzahn. 12. Komm, du kommst hier. So, machen wir 2 Dreier-Teams. Ach, weißt was? Ja, jetzt Platte gehen können wir nicht. Aber wo? Du kommst zu mir. Und du gehst hier hin. Gott. Fertig. Gott. Wir müssen uns jetzt beeilen. Ich habe jetzt extra Woche 1 erst gemacht. Wir haben ein Update gemacht. Gott. Oder wir sind dabei, das Update zu machen. Unsere Engine sind wir bei. So, fertig. Ein Update kommt noch hinterher, nämlich für Qua 2. Und zack, fertig, wunderbar. Hier einmal eben Auftrag machen. Und dann. Normal müssen wir es machen, damit unsere Engine up to date ist. Aber macht nichts. So. Und nun? Komm. Wird immer schlechter. Was haben wir denn überhaupt? Hier haben wir doch schon Tintenfische ohne Untergenre. Unterthema, Untergenre. Good Craft. Ist das denn überhaupt für Teenager? Was, wenn wir das auf Erwachsene machen und... Götter. Und hier unsere neue Engine. Goodcraft 4. Weiter. Ja, natürlich PC. Dann noch ein zweites, ja, dritte. 13. Nee, noch nicht. Es gibt keine und nix und hast du nicht gesehen, dort. Machen wir. 143. Kein Problem, habe ich. Da sind wir wieder bei 400.000 minus. So, das muss jetzt was werden. Ansonsten, ja, folgen wir dem anderen. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass dieser Titel hier uns rausreißen wird. Und Goodcraft 4. Machen wir nämlich noch Qua 4, 3 hinterher. So. Ja, es kostet immer noch 15.000 und wir haben 14.833. Dafür werde ich jetzt keinen Kredit aufnehmen. Oh. Aber haben wir ja gerade ein Update für gemacht, ne? Ja. Ja, unser Absatz. Der bricht sehr ein. Na gut. Setzen wir noch einen hinterher. Und danach unterstützen wir einfach, weil. Und die Kohle fehlt. 41.000. Ja, es gibt nächste Feature. Das kostet auch gleich 25. Also insgesamt sind da schon 40.000 nur die Forschung. Und dann in die Entwicklung kommt das nochmal rein. So, Qua hat sich nochmal ein bisschen erholt. So, wir sind hier bei 10. Ich denke nicht, dass wir die 50 schaffen. Das Problem hatten wir ja gehabt beim Mad Games.
das aber mittlerweile behoben worden ist. Das Problem. So, und ihr dürft hier mit unterentwickeln. Weil das wird sich nicht lohnen, um hier aus den Miesen rauszukommen. Die werden jetzt in den Sand verlaufen und wir müssen auf das Pferd hier setzen. Geht nicht anders. Bevor das Pferd einläuft, bevor es zu Ende geht, mache ich einen Break. Aber keine Angst. Diese Woche kommt noch eine Folge. Und da seht ihr, ob wir es schaffen oder nicht. Würde ich mal behaupten. Das war Mad Games Tycoon auf Legendär oder Legendär. Legendär. Legendary. Ich bin der Lazy LP und ich bin raus. Bis dann, bye bye.